Hauptverkehrszeit in Charlotte, North Carolina. Den belebten Flughafen erschüttert eine schwere Explosion. Die Flammen schlugen über den Zaun. Es war unglaublich. Alle sind um ihr Leben gerannt. Feuerwehrleute eilen zu einem Hangar, der sich in ein wahres Inferno verwandelt hat. Erst nach einer Weile bemerkten wir, dass das Flugzeug in den Hangar gestürzt war. Eine vollbesetzte Pendlermaschine stürzt kurz nach der Landung ab. Niemand hat überlebt. Wir dachten uns, dieses Flugzeug ist vorher schon 9-mal geflogen und nie gab es Probleme. Flugunfallermittler decken mehrere Fehler auf. Bill, ich habe eine Idee. Und finden heraus, dass die Passagiere von kleinen Flugzeugen schon seit Jahren in Gefahr schwebten. Es ist der Morgen des 8. Januar 2003 in Charlotte, North Carolina. Die Stadt mit einer 500.000 Einwohner erwacht. Am Charlotte Douglas International Airport erscheint die Pilotin, Captain Katie Leslie, früh zur Arbeit. Obwohl die gebürtige Texanerin erst 25 Jahre alt ist, fliegt sie schon seit 3 Jahren für die Fluggesellschaft Air Midwest. Sie ist eine der jüngsten Piloten ihrer Airline. Hi Tom, schönen Flug. Als erstklassige Pilotin feilt sie an ihrer Karriere an einem der am schnellsten wachsenden Flughäfen der USA. Der Flughafen ist eine wichtige Drehscheibe für US Airways. Die Inlandsflüge bedienen fast alle Metropolen der US-amerikanischen Ostküste. Air Midwest betreut einen Pendelservice für US Airways. Die Flotte besteht aus Maschinen mit Turboprop vom Typ Beechcraft 1900D. Die Kurzstreckenmaschinen fassen 19 Personen und gelten in der Branche als zuverlässige Flieger. Heute steuert Captain Leslie die 1900D in einem 30-Minuten-Flug zum Flughafen Greenville-Spartanburg in Greer, North Carolina. Ihr Co-Pilot ist der 27-jährige Jonathan Gibbs. Wie hast du geschlafen? Ich träumte, ich wäre in Miami. Achtung, meine Damen und Herren, letzter Aufruf für die Passagiere von Air Midwest Flug 5481 nach Greenville-Spartanburg. Bitte finden Sie sich an Ihrem Flugschalter ein. Unter den Passagieren ist die 18-jährige Christiana Shepherd. Christianas Eltern, Doug und Teresa, arbeiten als baptistische Missionare auf den portugiesischen Azoren. Christiana flog am 7. Januar von den Azoren ab, verbrachte die Nacht in Boston und flog zeitig von Boston nach Charlotte und dann nach Greenville. Sie war auf dem Weg zurück zum College. Christiana war etwas Besonderes. Manchmal kam sie einfach zu mir und hat mich umarmt. Einfach so. Und dann sagte sie so etwas wie, Papa, ich hab dich lieb. Acht Uhr morgens besteigt Christiana das Flugzeug. Währenddessen kalkuliert die Besatzung das Gewicht des Gepäcks, der Passagiere und des Treibstoffs. Damit stellt sie sicher, dass das Flugzeug nicht überladen ist und das Gewicht gleichmäßig verteilt ist. Diese Berechnung ist eine Standardprozedur bei allen kommerziellen Flugzeugen. Haben wir hinten volles Haus? Ich zähle 19 Passagiere. Die Gepäckstücke weiß ich noch nicht. Okay. Doch die Bodencrew befürchtet, das Gepäck könnte zu schwer sein. Captain, wie viel muss wieder raus? Wir arbeiten noch dran.
glauben nicht, dass irgendetwas raus muss. Cool. 17.018. 17.120 ist unsere Obergrenze? Die Obergrenze. Also ist alles okay? Ja, klar. Guten Morgen, herzlich willkommen an Bord des US Airways Expressfluges nach Greenville, Spartanburg. Wir haben einen sehr kurzen Flug vor uns, vielleicht 30 Minuten von Gate zu Gate. Kurz vor dem Start prüft die Crew die Fluginstrumente, einschließlich der Seiten- und Höhenruder, die das Flugzeug navigieren. Fluginstrumente? Alle okay. Air Midwest 5481, Rollbahn 18 rechts. Fahren Sie in Position und warten Sie. Gleich wird Captain Leslie starten. Vor ihr auf der Rollbahn befindet sich gerade ein Bombardier Canard Air Regional Jet, kurz CRJ, in Startposition. Der CRJ ist wirklich ein tolles Flugzeug. Ja, ich wünschte, ich würde so etwas fliegen. Wegen der starken Turbulenzen, die von dem CRJ ausgehen, muss Captain Leslie einen Sicherheitsabstand wahren. Seine Triebwerke blasen uns noch weg. Air Midwest 5481, drehen Sie nach rechts. 230. Fertig zum Start. Voller Schub, bitte. Voller Schub? 80 Knoten, Cross-Check. Bei einer Geschwindigkeit von 150 km/h prüfen die Piloten die Funktionstüchtigkeit der wichtigsten Instrumente. Und sie funktionieren. Das Flugzeug hebt ab. Den Fluglotsen erscheint der Start von Flug 5481 völlig normal. Einfahren. Was? Doch plötzlich wird die Nase des Flugzeugs nach oben gerissen. Von 7 auf 55 Grad. Hilf mir! Hast du's? Ich versuch's! Die Besatzung versucht, die Nase des Flugzeugs wieder nach unten zu bekommen. Der Luftstrom unter den Tragflächen erzeugt den Auftrieb eines Flugzeugs. Doch wenn die Nase nach oben zeigt, kann die Luft nicht über die Tragflächen gleiten. Das Flugzeug hat keinen Auftrieb mehr und stürzt einfach vom Himmel. Drück die Nase nach unten. Oh mein Gott, hier ist Flug Air Midwest 5481, wir haben einen Notfall. Die Fluglotsin fordert Ausrüstung für den Notfall an. Oh mein Gott. Das Flugzeug befindet sich inzwischen 150 Meter über dem Boden. Die Maschine überzieht, neigt sich nach links und beginnt auf den Boden zuzurasen. Captain Leslie versucht mit aller Kraft, das Flugzeug wieder unter Kontrolle zu bekommen. Wenn ihr das nicht gelingt, wird das Flugzeug abstürzen. Die Fluglotsen müssen mit ansehen, wie die Maschine mit 19 Passagieren auf den Boden zurast. Captain Leslie versucht verzweifelt, das Flugzeug hochzuziehen, doch es gelingt ihr nicht. Das Flugzeug schießt auf einen Hangar der Fluggesellschaft US Airways zu. Das Flugzeug hat vor dem Start fast 1000 Kilogramm hochentzündbaren Treibstoff getankt. Gleich nach dem Aufprall geht die Tankfüllung in Flammen auf. Das Feuer droht auf den Hangar überzugreifen, in dem hunderte Menschen arbeiten und mehrere Flugzeuge abgestellt sind. Notfallzentrale. Ein Flugzeug ist gerade abgestürzt. Ein Flugzeug ist abgestürzt? Ja, ein Flugzeug. Auf dem US Airways Flughafen. Es brennt. Wir haben einen Code 10. Ein Flugzeug ist abgestürzt am südlichen Ende des Flughafens. Ich wiederhole, ein Flugzeugabsturz und ein Brand. Der 38-jährige Feuerwehrhauptmann Keith Rogers ist gerade auf dem Weg zur Arbeit, als ihn der Notruf erreicht. Code 10 bedeutet einen bestätigten Flugzeugabsturz. So etwas passiert einem nur einmal während der Laufbahn bei der Feuerwehr.
Cindy Overcash arbeitet ebenfalls bei der Feuerwehr in Charlotte. Wir sahen den Hangar noch nicht, aber am Himmel war bereits eine riesige Rauchwolke. In einem benachbarten Gebäude hört der Vertriebsleiter David Isola die Explosion. Ich saß an meinem Schreibtisch und plötzlich hörte ich diesen Knall. Dann kam ein Kollege und sagte, er hätte einen Flugzeugabsturz gesehen. Ich bin sofort in meinen Wagen gesprungen und dorthin gefahren. Aus 60 Metern Entfernung erkennt Isola das ganze Ausmaß der Tragödie. Alles war voller Rauch. Es sah aus wie auf einem Schlachtfeld. Die Flammen schlugen über den Zaun. Es war unglaublich. Alle sind um ihr Leben gerannt. Als Feuerwehrhauptmann Keith Rogers den Unglücksort erreicht, muss er zunächst an den Menschen vorbei, die vor dem Feuer fliehen. Als ich am Flughafen und auf der Rollbahn ankam, rannten die Leute gerade aus dem Hangar. Sie liefen den Feuerwehrautos genau entgegen und wir mussten sehr vorsichtig fahren. Sie rannten so schnell sie konnten aus dem Gebäude. Ich glaube, sie wussten, dass das wirklich ein Notfall war. Wir wussten immer noch nicht, ob ein Flugzeug Feuer gefangen hatte oder ob das Feuer im Hangar entstanden war. Erst nach einer Weile bemerkten wir, dass das Flugzeug in den Hangar gestürzt war. Keith Rogers übernimmt sofort das Kommando an der Unfallstelle. Er weiß, dass im Hangar Flugzeuge abgestellt sind, deren Treibstoff jeden Moment in die Luft fliegen kann. Wir sorgten uns einerseits um die Leute an Bord der Maschine, andererseits um die Arbeiter im Hangar und um die Flugzeuge, die zur Reparatur im Hangar parkten, die vielleicht auch brannten. Wir standen also unter großem Druck. Innerhalb von wenigen Minuten bekommt die Feuerwehr die Flammen unter Kontrolle. Jetzt hoffen alle, dass sich unter den Trümmern noch Überlebende befinden. Dann wollten wir alle nur noch eines, Überlebende finden. Feuerwehrhauptmann Keith Rogers schickt ein paar seiner Leute direkt in die Flammenhölle, unter der Leitung von Cindy Overcash. Zusammen mit zwei Kollegen gelangt Cindy Overcash zu dem Flugzeugwrack. Auf ihrem Weg müssen sie immer wieder kleine Brandherde löschen. Was wir an der Absturzstelle sahen, hielten wir für Versuchspuppen. Wir dachten, ein Flugzeug wäre im Hangar in die Luft geflogen. Und das wären die Versuchspuppen. Doch dann bemerkte ich, das sind keine Puppen. Es dauerte ein paar Minuten, bis sie begriffen, was passiert war. Und dann war klar, dass es keine Überlebenden gab. Niemand hat überlebt. Alle 19 Passagiere sowie Captain Leslie und der erste Offizier Gibbs sind tot. Heute 8.35 Uhr gab es einen Flugzeugabsturz. Dabei starben 19 Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder. Es gab keine Überlebenden. Natürlich hoffen wir, dass wir nicht mit Situationen mit so vielen Toten konfrontiert werden. Doch das ist nun mal unser Job. Das ist eine der schwierigsten Sachen, die man bei der Feuerwehr durchmachen muss. Für die Sanitäter und Rettungskräfte ist das Schlimmste vorbei.
Doch für die Freunde und Angehörigen der Opfer fängt der Albtraum gerade erst an. Ich lief durch unser Wohnzimmer. Mein Herz schlägt gerade so schnell wie damals. Ich dachte, hat Christina schon angerufen? Das hatte sie natürlich nicht. Doch da wusste ich, was passiert war. Ich wusste es einfach. Also ging ich ans Telefon und rief die Schule an. Ja, Mrs. Shepherd, sagte man, wir haben schlechte Neuigkeiten. Dann erzählte man mir, dass das Flugzeug nach dem Start abgestürzt sei. Ich fragte, ob es Überlebende gäbe. Er sagte nein. Ich wusste, ich muss es Doug sagen, der in der Garage arbeitete. Das sind Dinge, die man nie vergisst. Ich wechselte gerade eine Glühbirne, als Theresa in die Garage kam. Wie soll man so etwas sagen? Jeden Tag benutzt man so viele Worte. Doch wie benutzt man Worte, die ein Leben zerstören werden? Aber ich habe es ihm gesagt. Ich sagte, Doc, Christinas Flugzeug ist abgestürzt. In dem Moment brach eine Welt für mich zusammen. Jetzt wollen die Shepherds und die anderen Familien der Opfer wissen, warum ihre Angehörigen sterben mussten. Fast 5 Stunden sind seit dem Absturz von Flug 5481 in einen Hangar in Charlotte, North Carolina, vergangen. Weil es keine Überlebenden gibt, werden weder die Opfer noch die Trümmerteile bewegt, solange nicht die Sachverständigen der US-amerikanischen Flugsicherheitsbehörde NTSB eingetroffen sind. Während medizinische Spezialisten die Stellen rot markieren, wo sich menschliche Überreste befinden, kennzeichnen die NTSB-Ermittler Metallteile mit Gelb, die auf den Unfallhergang hinweisen könnten. Unter den Einsatzkräften die Leiterin der Untersuchung, Lorinda Ward. Es ist ihr erster Einsatz als Hauptermittlerin bei einem Flugzeugabsturz. Und heute fühlt sie sich nicht sehr gut. An dem Tag war ich ein bisschen wetterfühlig und hatte mit einer Erkältung zu kämpfen. Doch das Adrenalin schoss durch meinen Körper und glich mein Unwohlsein aus. Ich wusste, dass die anderen Ermittler sehr erfahren waren. Trotzdem fuhr ich selbstbewusst nach Charlotte. Am Charlotte Douglas Flughafen beginnt Ward sofort mit ihren Ermittlungen. Ich sprach mit der Feuerwehr, ob alle Brandherde gelöscht wurden. Dann berief ich ein erstes Treffen der Mitarbeiter ein, um zu erfahren, ob ihnen an der Unglücksstelle schon etwas aufgefallen war. Lorinda Ward handelt schnell. In den Trümmern liegen immer noch Leichen. Deshalb erklärt sie den Unfallort vorerst zur Sperrzone. Die Ermittler könnten mit den Trümmern in Berührung kommen. Deshalb müssen sie Schutzanzüge tragen, während sie die Wrackteile untersuchen und die Opfer identifizieren. Als wir am Unfallort ankamen, konnte man überhaupt kein Flugzeug erkennen. Das lag an dem Feuer nach dem Aufprall. Es war kaum auszumachen, dass sich dort ein Flugzeug mit 21 Insassen befand. Während die Arbeit an der Unfallstelle weitergeht, okay, los geht's, suchen Lorinda Ward und ihre Mitarbeiter nach weiteren Spuren. Wir ließen die Leute Seite an Seite die Rollbahn abgehen. Sie sollten alles aufheben, was ihnen für die Untersuchung in irgendeiner Weise wichtig erschien. Die Rollbahn muss vollständig von Trümmern und Schutt befreit werden. Selbst das kleinste Teil könnte sich in ein tödliches Projektil verwandeln, wenn es ein Flugzeug beim Startvorgang trifft. 3 Jahre zuvor auf einer Startbahn in Paris. Eine Concorde rollte über ein 40 cm großes Metallstück. Der Tank des Flugzeugs wurde durchschlagen und fing Feuer. Die Concorde stieg 200 Meter in die Luft, bevor sie abstürzte in ein nahegelegenes Hotel. Bei diesem Unglück starben 109 Menschen an Bord und 4 auf dem Boden.
Am Charles Douglas Flughafen untersuchen die Ermittler noch die Unglücksstelle. Sie finden einen Tankverschluss. Er liegt verdächtig nahe an der Startbahn. Er könnte hineingesaugt worden sein und den Motor beschädigt haben. Dem mussten wir nachgehen. Die Entdeckung legt eine Vermutung nahe. Als Flug 5481 die Rollbahn entlang raste, schoss der Tankdeckel vom Asphalt in den Propeller der Maschine und führte ihren Absturz herbei. Wir mussten das Teil mitnehmen und herausfinden, ob es für den Hergang des Unfalls relevant ist. Die Frage war, ob es vom Flugzeug stammte und es dieses irgendwie beschädigt hatte. Doch die Untersuchung ergibt, der Tankdeckel kann nicht mit dem Propeller in Berührung gekommen sein. Und andere relevante Trümmerteile entdecken die Ermittler nicht auf der Startbahn. Diese Theorie ist also hinfällig. Der NTSB-Ermittler Bill English untersucht jetzt eine andere Möglichkeit. Als wir von dem Unfall hörten, dachten wir an einen möglichen Schleppwirbel. An den Enden der Tragflächen entsteht eine starke Rundumströmung, sogenannte Schleppwirbel. Vor mehreren Jahren hat die NASA die Gefahr bewiesen, die von Schleppwirbeln für andere Flugzeuge ausgeht. Wir mussten prüfen, ob vorher ein anderer Jet gestartet war, der Schleppwirbel hätte verursachen können. Und was für ein Jet das war. Denn größere und schwerere Jets erzeugen intensivere Schleppwirbel. Bill English untersucht die Radaraufzeichnungen zum Zeitpunkt des Unfalls. Er erfährt, dass kurz vor Flug 5481 ein großer und schwerer CRJ gestartet ist. Der CRJ ist wirklich ein tolles Flugzeug. Ja, ich wünschte, ich würde so etwas fliegen. Schleppwirbel treten bei jedem Flugzeug auf. Sobald ein Flugzeug abhebt, entstehen sogenannte horizontale Tornados. Das sind Luftwirbel, die zu schweren Turbulenzen führen können. Rollbahn 18 rechts, rollen Sie in Position. Fluglotsen folgen Standardprozeduren, um einen Abstand zwischen den Flugzeugen zu gewährleisten. So kann man den Einfluss von Schleppwirbeln vermeiden. Ein Jahr zuvor. Ein American Airlines Jet war beim Start in New York mit Schleppwirbeln in Berührung gekommen. Das Flugzeug stürzte in ein benachbartes Wohngebiet. 260 Menschen an Bord und 5 Menschen auf dem Boden wurden getötet. Seine Triebwerke blasen uns noch weg. Air Midwest 5481, drehen Sie nach rechts. 230. NTSB-Ermittler Bill English muss jetzt herausfinden, ob die Schleppwirbel der CRJ den Absturz von Flug 5481 verursacht haben. Die Flugbahn von Captain Leslies Maschine deutet darauf hin. Die Flugbahn von Captain Leslies Maschine offenbart einige Hinweise darauf, dass die Maschine tatsächlich in Schleppwirbel geraten sein könnte. Bei Schleppwirbelturbulenzen ist es nicht ungewöhnlich, dass das Flugzeug stark nach oben gerissen wird. Die Nase der Maschine schießt nach oben und die Crew hat Probleme, dem entgegenzuwirken. Bill English muss wissen, wie nah das Flugzeug hinter der CRJ geflogen ist. Der Flughafen in Charlotte hat ein hochmodernes System, mit dem er die Bewegungen der Flugzeuge aufzeichnet, während sie noch am Boden sind. Dieses System beantwortet seine Fragen. Das System hat alles detailliert aufgezeichnet. Wir konnten also genau sehen, wann der Jet an welcher Stelle der Rollbahn gestartet ist. Das verglichen wir mit dem Jet, der vor ihm gestartet ist. Als Bill English die genaue Position der beiden Flugzeuge während des Starts vergleicht, macht er eine aufschlussreiche Entdeckung. Obwohl sich beide auf derselben Startbahn befanden, kreuzten sich ihre Wege nie. Der CRJ hob weit entfernt von der Unfallstelle ab. Die Flugbahn des CRJs und die Flugbahn des Unglücksflugzeugs kreuzten sich nicht. Das Unglücksflugzeug startete so steil, es konnte gar nicht mit den Schleppwirbeln der CRJ in Berührung kommen.
Wenn unser Flugzeug also gestartet ist und dann über die Flugbahn des vorherigen Jets gestiegen ist, können wir diese Theorie ausschließen. Die Schleppwirbel waren eine Sackgasse. Bill English hat seine Arbeit getan. Jetzt liegt es an Lorinda Ward und ihren Kollegen, in den Trümmern Hinweise auf den Unfallhergang zu finden. Innerhalb von 2 Tagen wird ihre Untersuchung mehrere Fehler und Fehlannahmen ans Licht bringen, die das Leben von zehntausenden Passagieren aufs Spiel gesetzt haben, über Jahre hinweg. Schon nach wenigen Stunden finden die Ermittler den Stimmenrekorder und den Flugdatenschreiber von Air Midwest Flug 5481. Die beiden Geräte sind so konstruiert, dass sie selbst Temperaturen von 1100 Grad Celsius standhalten. Bei diesem Unfall sind jedoch Teile des Stimmenrekorders geschmolzen. Die Reste werden fotografiert und zur Analyse eingeschickt. Dann finden die Ermittler unter den Trümmern die Überreste von den Kabeln des Höhenruders. Die Kabel erfüllen während des Fluges eine wichtige Aufgabe. Sie verbinden das Steuer des Piloten mit den Höhenrudern, den beweglichen Steuerflächen am Leitwerk, mit denen das Flugzeug steigen oder sinken kann. Spannschrauben halten die Kabel straff. Für den Steigflug zieht der Pilot den Steuerknüppel zu sich. Das Kabel spannt sich, das Höhenruder bewegt sich nach oben und das Flugzeug steigt. Für den Sinkflug drückt der Pilot den Steuerknüppel nach vorne. Das Höhenruder bewegt sich nach unten und das Flugzeug sinkt. Doch als die Ermittler die verbrannten Kabel und Spannschrauben untersuchen, erscheint ihnen etwas merkwürdig. Sie sahen irgendwie ungewöhnlich aus. Sie waren nicht in ihrer normalen Position. Außerdem hatten wir eine Spannschraube, die ganz eng und eine, die ganz weit geschraubt war. Die hoben wir auf, um sie später zu untersuchen. Während die Arbeit im Labor weitergeht, reist der NTSB-Ermittler Stephen Carbone nach Huntington, Virginia. Er befragt Mechaniker, die am Tag zuvor den Jet gewartet haben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir erfahren, dass das Flugzeug gerade erst eine detaillierte Routineuntersuchung hinter sich hatte. Deswegen haben wir die Möglichkeit in Betracht gezogen, dass während des Checks irgendetwas passiert ist, was wichtig für uns sein könnte. Die Kabel mussten gewartet werden. Einer meiner Leute hat einen Auftrag dafür geschrieben und er hat es gemacht. Vergiss die Anleitung nicht. Alles klar. Alle 1200 Flugstunden müssen die Maschinen von Air Midwest routinemäßig überprüft und gewartet werden. Dafür müssen auch die Kabel des Höhenruders neu justiert werden. Während der Wartung stellte der Mechaniker fest, dass die Kabel nicht richtig eingestellt waren. Also schrieb er in seinen Bericht, dass die Kabelspannung überprüft und die Kabel schließlich neu justiert werden müssen. Die Mechaniker erzählen Carbone, dass ihre Arbeit überprüft und ihre Qualität bestätigt wurde. Sie waren der Meinung, dass das Flugzeug richtig gewartet wurde. Auf den ersten Blick mag das richtig sein. Nach der Wartung ist das Flugzeug bereits 9-mal gelandet und gestartet, ohne jeden Zwischenfall. Die Ermittler wenden sich den Flugdaten zu. Von ihnen wollen sie erfahren, was während dieser Flüge passiert ist. Der Flugdatenschreiber hat die Daten mehrerer Flüge gespeichert, sowohl nach als auch vor der Wartung. Doch bei keinem dieser Flüge traten Probleme mit dem Höhenruder auf. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung, was die Ursache sein könnte, denn das Flugzeug war 9-mal vor dem Unfall erfolgreich geflogen. Zudem erfährt Ward, dass die Besatzung von Flug 5481 vor dem Start ihre Höhenruder noch getestet hat. Fluginstrumente, alle okay. Air Midwest 5481, drehen Sie nach rechts. Ward und ihre Kollegen forschen weiter, ob die ungewöhnliche Einstellung der Kabel etwas mit dem Unfallhergang zu tun hat. Okay.
Was Sie dabei finden, beantwortet Ihre Frage, was falsch gelaufen ist. Normalerweise sind die Spannschrauben fast exakt gleich justiert. Doch bei Captain Leslies Maschine ist eine Spannschraube deutlich länger eingestellt als die andere. Damit das Kabel die richtige Spannung hat, ziehen die Mechaniker die Spannschrauben an. Wird die Spannschraube jedoch zu stark gespannt, verkürzt sich das Kabel und das Höhenruder ist nicht mehr so beweglich. Das Höhenruder müsste in der Lage sein, eine Neigung von 14 Grad zu erreichen. Doch der Neigungsgrad nach unten war in diesem Fall um die Hälfte reduziert, auf 7 Grad. Das Ergebnis ist tödlich. Als der Flug begann, neigte sich die Flugzeugnase nach oben, wie erforderlich. Was? Drück die Nase runter! Oh mein Gott! Doch die eingeschränkte Beweglichkeit des Höhenruders machte es den Piloten unmöglich, die Nase nach unten zu drücken. Wegen der Einstellung an den Kabeln und der Wartung hätte die Crew es nicht verhindern können. Weil Captain Leslie das Flugzeug nicht wieder nach unten steuern konnte, war der Anstellwinkel der Tragflächen zu steil. Ohne den Luftstrom unter den Tragflächen verlor das Flugzeug an Auftrieb und stürzte zu Boden. Der Kampf der Piloten mit dem Höhenruder erklärt, warum Flug 5481 an diesem Tag abstürzte. Die Kabel des Höhenruders waren falsch eingestellt. Die Piloten konnten den Höhenwinkel des Flugzeugs einfach nicht kontrollieren. Stephen Carbone möchte wissen, wie den Mechanikern solch ein Fehler unterlaufen konnte. Ich sehe es hier. Carbone kehrt noch einmal zu den Mechanikern zurück, die am Vorabend dort gearbeitet haben. Doch dieses Mal erzählen sie ihm eine andere Geschichte. Die meisten haben wir gerade erst angelernt. Die Mechaniker der Airline kamen ursprünglich von anderen Firmen. Deshalb hatten sie erst wenig Erfahrung mit der Beech 1900D. Der Mechaniker, der an den Kabeln arbeitete, machte das an jenem Abend zum ersten Mal. Wenn du den Absteckstift eingestellt hast, drehst du die Spannschrauben für mehr Spannung in dem Kabel. Ja, ich sehe es hier. Es ist keine einfache Aufgabe, die Kabel des Höhenruders richtig einzustellen. Das ist zeitaufwendig und erfordert 25 Schritte. Fertig. Und die anderen Arbeitsschritte? Ja, mach dir darüber keine Sorgen. Prüf einfach die Kabelspannung und dann ist gut. Der Sicherheitschef und der Mechaniker haben selbst entschieden, welche Schritte ausgeführt werden. Sie waren überzeugt, sie haben die Schritte gemacht, die wirklich notwendig sind. Der Mechaniker hat in jener Nacht 9 Schritte ausgelassen. Einer bestand darin, das Höhenruder auf seine volle Beweglichkeit zu überprüfen. Hätte der Mechaniker das versucht, dann wäre ihm aufgefallen, dass das Höhenruder nicht seinen gesamten Bewegungsspielraum nutzen konnte. Wären sie einfach den Anweisungen gefolgt, wäre ihnen das Problem auch aufgefallen. Doch es gab einen diensthabenden Sicherheitschef. Carbone erfährt, dass dieser es war, der den Mechanikern gezeigt hat, wie man die Aufgabe erledigt. Das Problem bestand darin, dass der Sicherheitschef, der die Qualität bezeugen muss, gleichzeitig als Ausbilder fungierte, der die Aufgabe den Mechanikern erklärt. Er hat also die Mechaniker angeleitet und ihnen gezeigt, wie die Kabel justiert werden. Und in seiner Position als Sicherheitschef hat er die Arbeit der Mechaniker, für die er als Ausbilder verantwortlich war, natürlich einfach als korrekt ausgeführt abgezeichnet. Ich habe erfahren, dass dieser Mechaniker Schritte bei der Wartung ausgelassen hatte. Und das hat mich wütend gemacht. Dieses Fehlverhalten hat 21 Personen das Leben gekostet. Und dadurch wurden 21 Familien zerstört. Denn über so etwas kommt man nicht hinweg. Die Shepherds verklagen die Fluggesellschaft. Sie verlangen auch etwas, was es in der amerikanischen Luftfahrtgeschichte noch nie gegeben hat. Eine Entschuldigung. Die Shepherds wollten mehr als nur eine finanzielle Einigung. Sie wollten auf die Opfer aufmerksam machen. Sie wollen zeigen, was solche Tragödien für die Opfer
und die Hinterbliebenen bedeuten. Die Shepherds sind der Meinung, dass sie am ehesten eine Entschuldigung bekommen, wenn sie Christianas Namen ein Gesicht geben. Also haben wir uns entschieden, dieses Foto an alle Leute zu schicken, die mit dem Unfall zu tun hatten, damit Christiana nicht einfach nur irgendjemand ist, eine Sitznummer oder eine Ticketnummer oder eine Größe in einem Finanzgeschäft. Man sollte sehen, dass da ein Mensch dahinter steht. Der Rechtsstreit begann erst richtig, als wir eine Entschuldigung forderten. Wir dachten, die Fluggesellschaft würde das machen. Wir hatten keine Ahnung, dass Entschuldigungen für Fluggesellschaften nicht in Frage kommen. Sie haben einen Fehler begangen, aber Sie sollten dafür gerade stehen und sagen, dass es Ihnen leid tut und dass Sie versuchen, es wieder gut zu machen. In diesem Fall taten die Mechaniker etwas, das aus ihrer Sicht kein Problem war. Für sie war es ein normaler Tag. Und dann mussten sie erfahren, dass 21 Menschen durch ihre Unachtsamkeit ums Leben gekommen sind. Für die NTSB-Ermittler sieht es so aus, als hätten sie das Problem gefunden. Doch für sie ergibt sich noch kein stimmiges Bild. Warum ist das Problem mit der fehlerhaften Justierung bei den vorherigen Flügen nicht aufgetreten? Wir dachten uns, dieses Flugzeug ist vorher schon 9-mal geflogen und nie gab es Probleme. Wir mussten also immer noch herausfinden, was an diesem Flug so besonders war. Ward muss wissen, was in den Stunden und Minuten vor dem Absturz passiert ist. Ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches vor dem Start aufgefallen? Naja, das Flugzeug hing durch. Es sah schwer beladen aus. Es gab ein paar Zeugen, die meinten, das Flugzeug sei schwer beladen gewesen. Die Gepäckabfertiger sagten, dass sich die Tür schwer schließen ließ. Jedes Flugzeug hat ein maximales Gewicht, mit dem es beladen werden darf, um noch vom Boden abheben zu können. Vor dem Start müssen die Piloten das Gewicht des Flugzeugs berechnen. Haben wir hinten volles Haus? Wie viel muss wieder raus? Wir arbeiten noch dran. Die Besatzung von Flug 5481 führte diese Rechnung durch. Cool, 17.018. Auf dem Stimmenrekorder hörten wir, wie sie die Zahlen durchgingen und das Gewicht des Flugzeugs berechneten. 17.120 ist unsere Obergrenze, oder? Die Obergrenze. Bei jedem Flugzeug muss das Gewicht des Gepäcks und der Passagiere gleichmäßig verteilt sein, egal ob groß oder klein. Entscheidend ist dabei, wo der Schwerpunkt des Gewichts liegt. Für einen sicheren Flug darf er weder zu weit vorn noch zu weit hinten gelagert sein. Also ist alles okay? Ja. Wir glauben nicht, dass irgendwas raus muss. In der Ausbildung haben die Piloten von Air Midwest gelernt, wie man das Gewicht und den Schwerpunkt errechnet. Man benutzt Durchschnittswerte, knapp 80 Kilogramm pro Passagier und 10 Kilogramm pro Gepäckstück. Sie wussten nicht, dass ihr Schwerpunkt relativ weit hinten lag. Doch mit den Durchschnittswerten befanden sie sich immer noch im grünen Bereich. Deshalb glaubten sie, dass alles in Ordnung sei. Doch Ward muss wissen, ob das Gewicht und der Schwerpunkt des Flugzeugs wirklich noch zulässig waren. Wir haben uns also das tatsächliche Gewicht der Gepäckstücke, der Passagiere und der Crew an Bord angeschaut. Techniker wiegen die Überreste der Gepäckstücke aus den Trümmern. Doktor, können Sie mir sagen, wie viel Ihr Patient das letzte Mal gewogen hat? Und Sie bestimmen das Gewicht der Menschen an Bord. 212. Okay, vielen Dank. Mit den ermittelten Daten errechnet Ward das echte Gesamtgewicht von Flug 5481. 17.700 Pfund. Das sind bei diesem Flugzeugtyp rund 580 Pfund mehr als erlaubt. Sie hätten gar nicht starten können, wenn Sie mit den tatsächlichen Zahlen und nicht mit Durchschnittswerten gerechnet hätten. Das Gewicht der Passagiere und des Gepäcks überstieg den zulässigen Wert.
Im Heck befanden sich zu viele Taschen und Koffer. Dadurch verschob sich der Schwerpunkt nach hinten. Das war kein Problem, bis die Piloten das Fahrwerk einzogen. Fahrwerk einfahren? Als sich auch noch das Gewicht des Fahrwerks nach hinten bewegte, lag der Schwerpunkt einfach zu weit hinten. Die Versuche der Piloten, das Flugzeug unter Kontrolle zu bekommen, waren erfolglos aufgrund der falschen Justierung der Höhenruderkabel. Als sich das Fahrwerk nach hinten bewegte, verloren sie die Kontrolle über das Flugzeug, weil sich das ganze Gewicht nach hinten verlagerte. Außerdem hatten sie nicht genug Spielraum mit dem Höhenruder, um dem entgegenzuwirken und das Flugzeug wieder zu stabilisieren. Die Passagiere und die Crew von Flug 5481 waren in dem Moment verloren, als das Flugzeug vom Boden abhob. Sie konnten nicht ahnen, dass zwei unabhängige Probleme ihr Flugzeug zum Absturz bringen würden. Eigentlich war es ein normaler Routineflug. Sie trafen alle Vorkehrungen, berechneten das Gewicht und den Schwerpunkt. Sie haben richtig kommuniziert. Sie waren auf der richtigen Startbahn. Es war ein ganz normaler Tag. Sie wussten nur nicht, dass zwei versteckte Defekte sie erwarteten. Lorinda Wards Untersuchung ergab jedoch nicht nur unzureichende Wartung und unzulässiges Gewicht. Hey, hast du mal eine Minute? Ich habe eine Idee. Lorinda Ward vermutet, dass sie Probleme aufgedeckt hat, die nicht nur diesen Flug betreffen, sondern alle Pendlermaschinen in der Luft. Die Flugunfallermittler gehen davon aus, dass jeder Absturz das Fliegen sicherer macht. Flug 5481 bildet dabei keine Ausnahme. 14 Monate nach dem Unfall verfassen die Chefermittlerin Lorinda Ward und ihre Mitarbeiter einen Abschlussbericht über die Fehler, die zum Absturz von Flug 5481 geführt haben, damit sich so etwas nicht wiederholt. Darin empfiehlt Ward, dass die Flugverkehrsbehörde den Durchschnittswert für das Gewicht der Passagiere und der Gepäckstücke überprüft. Denn die aktuellen Werte wurden seit 1936 nicht verändert. Doch Studien zeigen, dass Erwachsene, insbesondere Amerikaner, von Jahr zu Jahr durchschnittlich schwerer werden. Wir sprachen der Behörde eine Empfehlung aus, die darin bestand, dass sie sowohl für den Winter als auch für den Sommer untersuchen soll, ob die Durchschnittswerte die tatsächlichen Werte repräsentieren. Die US-amerikanische Flugverkehrsbehörde kommt zu einem schockierenden Ergebnis. Ein Amerikaner wiegt durchschnittlich 95 Kilogramm und nicht 80. Und für ein durchschnittliches Gepäckstück waren rund 2,5 Kilo weniger veranschlagt worden, als sein tatsächliches Gewicht beträgt. Die Durchschnittswerte mussten aktualisiert werden. Hätte die Crew die neuen Durchschnittswerte bereits am 8. Januar 2003 benutzt, hätte Flug 5481 gar nicht starten dürfen. 4807. Cool. 17018. Die Piloten von Air Midwest arbeiten inzwischen mit einem Durchschnittswert von 100 Kilo pro Passagier. Somit darf die Beechcraft 1900D nur noch 17 Personen transportieren und nicht 19. Doch Wards Bericht belässt es nicht dabei. Selbst mit aktualisierten Durchschnittswerten könnten immer noch Fehler passieren. Der Flug mit kleinen Flugzeugen wird erst dann sicher sein, wenn die Fluggesellschaften überhaupt nicht mehr mit Durchschnittswerten arbeiten, sondern vor dem Start das reale Gewicht errechnen. Neue Technologien werden entwickelt, die das reale Gewicht registrieren und die ideale Balance errechnen, während das Flugzeug beladen wird. Das tatsächliche Gewicht der Passagiere und des Gepäcks ist ein entscheidender Faktor. Immer mehr Menschen fliegen mit kleinen Pendlerflugzeugen. Mit steigenden Spritpreisen wird das kosteneffektive Fliegen mit kleinen Maschinen immer interessanter für die Fluglinien.
Allein in den USA fliegen mehr als 10 Millionen Menschen pro Jahr in Maschinen mit weniger als 30 Sitzen. Kleinere Maschinen sind sensibler in Bezug auf das Gewicht und die Balance. Doch trotz Wards Empfehlung und der neuen Technologien benutzen immer noch rund 70% der kleineren Maschinen Durchschnittswerte statt der realen Werte. Für Doug und Theresa Shepard existiert noch eine andere Gefahr, die ein weiteres Mal tödlich enden könnte. Würde die Flugverkehrsbehörde endlich eine aktivere Rolle übernehmen, könnte die Wartung auch besser funktionieren. Mit der gegenwärtigen Rollenverteilung werden immer wieder Fehler passieren. Und die anderen Arbeitsschritte? Ja, mach dir darüber keine Sorgen. Prüf einfach die Kabelspannung und dann ist gut. In ihrem Bericht empfiehlt Ward, dass alle Fluggesellschaften überprüfen müssen, ob Vertragskräfte ihre Arbeit korrekt ausführen. Diese Ermittlung war für mich sehr wichtig, denn es war meine erste als Chefermittlerin. Zudem war sie noch einmalig, weil aus einer kleinen Unfalluntersuchung 22 Sicherheitsempfehlungen resultierten. Für die Shepherds kommen die Empfehlungen des NTSB jedoch zu spät. Doch nach einem langen Rechtsstreit übermittelt Air Midwest eine seltene, formale Entschuldigung für die Fehler, die die 18-jährige Christiana Shepherd das Leben kosteten. Mein Name ist Ron Goldman. Und ich bin heute hier, um die öffentliche Entschuldigung mit ein paar Worten einzuleiten. Öffentliche Entschuldigungen waren in der Flugverkehrsindustrie neu. Wir sind heute hier, um an die Opfer des Absturzes von Air Midwest 5481 zu erinnern und um uns zu entschuldigen und den Angehörigen der Passagiere und der Besatzung, die bei dem Absturz von Flug 5481 am 8. Januar 2003 ums Leben kamen, unser Beileid und unser ehrliches Mitgefühl auszusprechen. Indem man die Verantwortung übernimmt, bringt man zum Ausdruck, dass die Empfehlungen, die von den Sicherheitsbehörden ausgesprochen wurden, nicht im Papierkorb verschwinden. Sie werden ernst genommen. Denn sonst muss man sich nicht nur vor sich selbst, sondern auch vor der Öffentlichkeit verantworten. Was die Menschen bei der Ausübung ihrer Arbeit niemals vergessen sollten, ist die Notwendigkeit, die Arbeit sorgfältig und korrekt auszuführen. Egal auf welcher Stufe der Karriereleiter wir stehen, ob ganz unten oder ganz oben, wir tragen immer Verantwortung. Mehrere verheerende Fehler brachten Flug 5481 zum Absturz. Doch einige glauben, dass es an diesem Tag einen Menschen gab, der vorbildlich gehandelt hat, Captain Katie Leslie. Den Absturz des schwerbeladenen Flugzeugs konnte sie nicht verhindern, doch ihre letzte Handlung könnte vielen Menschen das Leben gerettet haben. Für mich ist sie eine echte Heldin. Ich glaube nicht, dass viele Leute wissen, was sie getan hat, wie sie gekämpft hat. Sie hat verhindert, dass das Flugzeug direkt in den Hangar raste. Das hat vermutlich vielen Menschen an dem Tag das Leben gerettet. Es war die Feuerwehrfrau Cindy Overcash, die die Leiche von Captain Leslie in den Trümmern fand. Bis heute besteht eine besondere Verbindung zwischen Overcash und der jungen Pilotin. Ich fühle einfach so eine Verbundenheit. Vielleicht liegt es daran, dass ich sie gefunden habe, dass ich da war, als sie von uns ging. Ich weiß nicht, aber ich habe viel über sie nachgedacht. Lorinda Ward hätte ihre Ermittlungen abschließen können, als sie die Fehler entdeckte, die zum Absturz von Flug 5481 geführt haben. Doch sie forschte weiter. Dadurch ist es ihr gelungen, dass das Fliegen sicherer wurde. Für Millionen von Menschen.